und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute spiele ich endlich mal wieder eine Runde Warhammer Underworlds. Und zwar nicht irgendein Match, sondern wir spielen das spezielle Szenario aus dem White Dwarf, der scherbenwütige Gargant oder der scherbenverrückte Gargant. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall geht es um den Riesen. Also wir kämpfen gegen den Riesen in Warhammer Underworlds. Ja, genau. Und wir spielen zu dritt beziehungsweise zu viert. Das heißt, ich spiele mal wieder meine Fuel Grimniers Slayer-Bande. Christian spielt seine Iron Jaws. Und der Herbert spielt Molochs Mob, also den Troll halt. Ne? Und unsere Aufgabe ist es, einen Riesen zu legen. Und normalerweise wird der Riese laut Szenario mehr oder weniger von den Spielern verteilt gesteuert oder automatisch gesteuert. In diesem Fall haben wir jetzt noch uns den Nikolas dazu geholt und der hat für uns den Riesen kontrolliert, was das Ganze noch deutlich spaßiger gemacht hat. Alles Weitere seht ihr dann direkt nach dem Intro und meine Gedanken zum Spiel gibt's natürlich wie immer danach. Wir spielen das Szenario der glasverrückte Gargant aus der Dezember 2018 Ausgabe des White Dwarf. Das Ziel unserer drei Banden ist es, den Riesen innerhalb von 4 Runden zu Fall zu bringen. Jede Bande generiert dabei Ruhmespunkte basierend darauf, wie viel Schaden sie dem Riesen zufügt. Der Riese hat 32 Lebenspunkte und solange er nicht inspiriert ist, bekommt man einen Siegespunkt pro Schadenspunkt. Sobald er die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren hat, ist der Riese inspiriert und dann gibt es nur noch einen Siegespunkt jedes Mal, wenn er Schaden bekommt. Den Riesen hat Herbert übrigens speziell für dieses Spiel angemalt. Vielen Dank, Herbert. Toll ist er geworden. Für dieses Szenario ziehen wir keine Missionskarten, sondern nur Kraftkarten. Unsere Banden platzieren wir ganz regulär, nachdem der Riese in der Mitte platziert wurde. Der Gargant hat 4 Aktivierungen und kommt immer zuerst dran. Bevor er etwas macht, wird geprüft, ob er in Verteidigungsstellung ist. Wenn nicht, dann wechselt er in Verteidigungsstellung und beendet seinen Zug. Auf diese Weise agiert der Gargant nur jede zweite Aktivierung. Christian spielt gleich mal die Kraftkarte Schlachtbeute, womit er eine kostenlose Ausrüstungskarte verteilen kann, und gibt Standhaftigkeit an Gurzak für +1 auf seinen Wundenwert. Herbert spielt ebenfalls Schlachtbeute und gibt damit große Kraft an Moloch für +1 auf seinen Schaden. Dann ist Herbert auch gleich dran und bewegt Moloch auf den Riesen zu. Christian aktiviert Klopper und macht eine Angriffsaktion gegen den Garganten. Die Attacke braucht Schwerter zum Treffen und geht daneben. Ich aktiviere Tefk Flammenträger und bewege ihn auf Missionsziel Nummer 7. Jetzt aktiviert wieder der Gargant und darf zunächst ein Modell in direktem Kontakt kicken. Nur Klopper steht direkt beim Garganten und wird jetzt ein Feld weit weggekickt. Er bekommt dadurch einen Schaden und einen weiteren Schaden, weil er in ein gefährliches Feld gekickt wird. Allerdings wird Klopper dadurch auch angespornt. Jetzt bewegt sich der Riese zweimal und darf dann eine Nahkampfattacke durchführen. Er wählt Klopper als Ziel und attackiert mit seinem brutalen Schlag. Die Attacke benötigt Hämmer zum Treffen und trifft. Sie verursacht 3 Schadenspunkte und Klopper wird ausgeschaltet. Herbert aktiviert erneut Moloch und macht eine Angriffsaktion gegen den Garganten. Die Attacke trifft und verursacht 4 Schaden beim Garganten. Dadurch bekommt Herbert 4 Ruhmespunkte. Dann spielt Herbert die Kraftkarte Jetzt bin ich dran und attackiert erneut mit Moloch den Garganten. Die Attacke trifft wieder und verursacht erneut 4 Schadenspunkte. Für 4 weitere Ruhmespunkte für Herbert. Er gibt auch gleich einen aus, um Standhaftigkeit auf Moloch zu spielen, für +1 auf seinen Wundenwert. Christian aktiviert Gurzak und macht eine Angriffsaktion gegen den Garganten. Aber der Riese blockt die Attacke erfolgreich. Ich aktiviere den irren Maigrim und bewege ihn auf Missionsziel Nummer 5. Der Gargant aktiviert und geht wieder in Verteidigungsstellung. Herbert aktiviert sein Fledersquick und bewegt ihn auf den Riesen zu. Christian aktiviert Hacker und macht eine Angriffsaktion gegen den Garganten. Aber auch diese Attacke verfehlt. Ich aktiviere Fuel Grimnir und bewege ihn auf Missionsziel Nummer 6. Der Riese aktiviert
und kickt Gurzak ein Feld weg, wodurch dieser einen Schadenspunkt erleidet und angespornt ist. Dann bewegt er sich auf Moloch zu und attackiert ihn mit seinem brutalen Schlag. Die Attacke trifft und verursacht 3 Punkte Schaden bei Moloch. Dadurch sind Moloch und seine ganze Bande jetzt angespornt. Der Stalag Squig aktiviert und attackiert den Riesen. Aber der Angriff wird geblockt. Christian aktiviert Knochenschneider und bewegt ihn auf den Giganten zu. Ich aktiviere noch Vol'Oruk-Fluch und bewege ihn nach vorne. Damit endet die erste Runde mit einer aktuell deutlichen Führung von 8 Ruhmespunkten für Herward. Ich werfe 2 Kraftkarten ab und ziehe dafür 2 neue. Außerdem sind jetzt alle meine Zwerge bis auf Vol'Oruk-Fluch angespornt, weil sie die Runde auf einem Missionsziel beendet haben. In Runde 2 geht die Initiative an mich und die anderen Spieler aktivieren jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Zuerst aktiviert allerdings der Gargant und geht wieder in Verteidigungsstellung. Ich aktiviere den jetzt angespornten Irren Maigrim und mache eine Angriffsaktion gegen den Riesen. Die Attacke trifft und ich würde normalerweise 2 Punkte Schaden machen, aber ich spiele die Karte Twist the Knife für einen Schadenspunkt extra und dadurch 3 Ruhmespunkte. Von einem Ruhmespunkt kaufe ich mir die Shade Glass Axt für Vol'Oruk-Fluch. Christian spielt mehr Kloppen für einen extra Angriffswürfel in seiner nächsten Aktivierung. Herward spielt große Geschwindigkeit auf Moloch für plus 1 auf seine Geschwindigkeit. Ich gebe den Hero Slayer an den Irren Maigrim. Dann spielt Herward noch Spitzenpredator auf Moloch. Dadurch bekommt er einen Ruhmespunkt mehr, wenn er einen gegnerischen Anführer ausschaltet. Und dann spielt er noch Argentines Segen, natürlich ebenfalls auf Moloch, wodurch gegnerische Modelle, die Moloch Schaden zufügen, selbst einen Schadenspunkt bekommen. So, genug Kartengespiele. Christian aktiviert Gurzak und macht eine Angriffsaktion gegen den Riesen. Gurzak trifft tatsächlich mal und verursacht 3 Punkte Schaden beim Garganten. Was natürlich 3 Ruhmespunkte für Christian bedeutet. Dann spielt Christian die Karte Ablenkung und bewegt Vol'Oruk-Fluch ein Feld auf den Garganten zu. Ich spiele die Karte Great Concussion. Ich wähle ein Hexfeld und alle Kämpfer werden von diesem Feld ein Feld weggeschoben. Moloch macht jetzt eine Angriffsaktion gegen den Riesen, indem er sich ein Feld wegbewegt, weil er ja eine Reichweite von 2 hat. Die Attacke trifft und verursacht weitere 4 Punkte Schaden und 4 Ruhmespunkte für Herward. Herward spielt noch die Karte Zweite Luft, damit er in seiner nächsten Aktivierung nochmal mit Moloch attackieren kann. Der Riese hat jetzt die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren und ist jetzt angespornt. Angesichts der enormen Führung von Herward schlage ich das Anti-Troll-Bündnis 2019 vor. Und nach einigem Zögern stimmen meine Kameraden mit ein. Das Ziel ist jetzt offiziell: tötet Moloch. Sorry, Herward. Der Riese aktiviert und kickt erstmal Gurzak aus dem Weg, der dadurch einen Schadenspunkt bekommt. Dann bewegt er sich ein Stück und wirft dann einen Felsen auf Moloch. Die Attacke trifft mit einem kritischen Treffer. Moloch wird ein Feld zurückgestoßen und erleidet 2 Punkte Schaden. Außerdem erleidet er noch einen Schadenspunkt durch das gefährliche Feld. Ich aktiviere Vol'Oruk-Fluch und mache eine Angriffsaktion gegen Moloch. Dafür bewege ich ihn 2 Felder und werfe dann mit meiner Shade Glass Axt. Die Attacke trifft und verursacht genug Schaden, um Moloch auszuschalten. Und das war ja irgendwie einfach. Ich bekomme einen Ruhmespunkt für das Ausschalten eines Modells und meine Axt ist kaputt. Christian spielt die Karte Legendäre Flinkheit auf Knochenschneider für plus 1 auf seine Bewegung. Und dann macht Knochenschneider eine Angriffsaktion gegen den Garganten. Das war's, glaube ich, schon wieder mit dem Bündnis. Die Attacke trifft, weil der Gargant im angespornten Zustand nur noch mit Ausweichsymbolen abwehrt. Der Gargant erleidet 2 Punkte Schaden und Christian bekommt einen Ruhmespunkt. Der Stalag Squig aktiviert und attackiert den Riesen. Die Attacke trifft
und verursacht nochmal 2 Punkte Schaden beim Riesen. Für einen Ruhmespunkt für Herbert. Der Riese aktiviert und geht wieder in Verteidigungsstellung. Ich spiele die Karte Illusory Fighter und darf jetzt einen meiner Kämpfer in einem meiner Aufstellungsfelder platzieren. Ich wähle Fuel Grimnir und platziere ihn weiter vorne. Dann aktiviere ich Tefk Flammenträger und bewege ihn 3 Felder nach vorne. Christian aktiviert Hacker und macht eine Angriffsaktion gegen den Garganten. Aber die Attacke wird geblockt. Der Starlax Squig attackiert erneut, aber dieses Mal wird die Attacke abgewehrt. Der Riese aktiviert und kickt Knochenschneider in die Todeszone für 2 Schaden und Knochenschneider wird angespornt. Dann bewegt er sich an Knochenschneider vorbei nach hinten und attackiert ihn mit einem brutalen Schlag. Aber die Attacke wird mit einem Crit geblockt. Ich aktiviere Fuel Grimnir und bewege ihn 3 Felder nach vorne. Christian macht nichts, sondern zieht lieber eine Kraftkarte nach. Der Fledersquig aktiviert und macht eine Angriffsaktion gegen den Garganten. Er trifft und verursacht 2 Punkte Schaden. Irgendwie hat unser Anti-Trollbündnis nicht so richtig den erwünschten Effekt. Runde 2 geht zu Ende. Herbert liegt uneinholbar vorne, aber der Riese lebt immer noch. Ich ziehe ein paar neue Kraftkarten auf. Herbert gewinnt die Initiative und wir aktivieren jetzt wieder mit dem Uhrzeigersinn. Der Riese aktiviert und geht in Verteidigungsstellung. Der Fledersquig aktiviert und attackiert den Garganten. Die Attacke trifft und verursacht 2 weitere Punkte Schaden. Herbert hat jetzt 16 Ruhmespunkte. Christian spielt die Aufrüstungskarte Waag auf Gurtsack und gibt ihm damit +1 auf seinen Schaden. Ich gebe den Shadeglass Dagger an Vol'Orukfluch. Christian gibt noch Gorka Morkas Segen ebenfalls an Gurtsack für +1 auf seinen Schaden. Und ich gebe noch Akrobatisch an Fuel Grimnir, damit er einen Verteidigungswürfel mehr werfen kann. Gurtsack aktiviert und macht eine Angriffsaktion gegen den Riesen. Aber dank der Verteidigungsstellung des Riesen wird die Attacke erfolgreich abgewehrt. Ich aktiviere Teft Flammenträger und mache eine hinterhältige Angriffsaktion gegen den Fledersquig. Die Attacke trifft und der Fledersquig wird aus der Luft gewischt. Ich bekomme einen Ruhmespunkt. Dann spiele ich die Karte Sidestep und bewege Vol'Orukfluch ein Feld nach vorne. Herbert spielt die Karte Geisterschwingen für +2 auf seine nächste Bewegung. Zuerst aktiviert allerdings der Riese und kickt Knochenschneider ein Feld weg und verursacht 1 Punkt Schaden. Dann setzt er zurück und wirft einen Felsen auf Tefk Flammenträger, den ich allerdings mit einem kritischen Verteidigungswurf abwehre. Der Stäubling bewegt sich zwischen die 2 Iron Jaws und meinen irren Maigrim und macht eine erstickende Wolke Rundum-Attacke. Maigrim wird getroffen und erleidet 2 Punkte Schaden. Knochenschneider wird nicht getroffen und Hacker ebenfalls nicht. Christian aktiviert Knochenschneider und macht eine Angriffsaktion gegen den Garganten. Aber die Attacke verfehlt. Ich aktiviere Vol'Orukfluch und mache eine Angriffsaktion gegen den Starlax Squig. Aber die Attacke wird geblockt. Der Riese ruht sich etwas aus und geht in Verteidigungsstellung. Der Starlax Squig aktiviert und attackiert Vol'Orukfluch. Aber die Attacke verfehlt. Christian aktiviert Hacker und schlägt weiter auf den Garganten ein. Aber auch diese Attacke wird geblockt. Ich aktiviere Fuel Grimnir und mache eine Angriffsaktion gegen Knochenschneider. Irgendjemand muss ja hier den Weg freimachen. Die Attacke trifft dank der Spaltenfähigkeit von Grimnirs Axt und Knochenschneider wird geaxtet. Was mir einen weiteren Ruhmespunkt einbringt. Ich spiele noch die Karte Ablenkung und schiebe Hacker zwischen den Riesen und Fuel Grimnir. Der Riese aktiviert und kickt Hacker für 1 Schadenspunkt zur Seite.
Dann bewegt er sich auf Gurzak zu und attackiert ihn mit einem brutalen Schlag. Die Attacke trifft und Gurzak wird zerstampft. Der Stalag-Squig attackiert Vol-Orok-Fluch. Die Attacke trifft und Vol erleidet 2 Punkte Schaden. Herwart spielt noch die Karte Ausfallschritt und verschiebt seinen Stäubling um ein Feld. Christian verwendet seine Aktivierung, um eine neue Karte zu ziehen. Und ich mache mit dem irren Maigrim eine Angriffsaktion gegen den Stalag-Squig. Die Attacke trifft und der lästige Stalag-Squig wird endlich ausgeschaltet. Am Ende von Runde 3 ziehe ich nochmal Karten nach, denn in diesem Szenario gibt es 4 Runden. Die Initiative geht in Runde 4 an Herwart und wir spielen wieder gegen den Uhrzeigersinn. Der Riese geht in Verteidigungsstellung. Herwart aktiviert den Stäubling und bewegt ihn zum Riesen. Christian gibt Hacker die Upgrades Erwachende Waffe und Seelenfalle. Ich gebe Fuel Grimnir Great Fortitude für plus eine Wunde. Dann spiele ich Ready for Action, damit ich sofort eine Attacke durchführen kann. Und als Reaktion spielt Herwart Duell des Verstandes, um 2 Kraftkarten zu ziehen. Und dann attackiert Fuel Grimnir Hacker. Aber die Attacke geht daneben. Zuletzt spiele ich noch Great Strength auf Fuel Grimnir für plus 1 auf seinen Schaden. Und dann aktiviere ich Fuel Grimnir und mache eine Angriffsaktion gegen den Garganten. Aber die Attacke verfehlt. Oh oh. Christian aktiviert Hacker und attackiert den Stäubling. Die Attacke trifft. Der Stäubling wird ausgeschaltet und jedes angrenzende Modell bekommt jetzt einen Punkt Schaden. Inklusive dem Riesen, was Herwart erneut einen Ruhmespunkt einbringt. Der Riese kickt Fuel Grimnir zurück und verursacht einen Punkt Schaden. Dann bewegt er sich nach vorne und attackiert Fuel mit seinem brutalen Schlag. Aber ich schaffe es tatsächlich, die Attacke zu blocken. Der irre Maigrim macht eine Angriffsaktion gegen den Riesen und attackiert dabei mit seinem Hero Slayer. Dank der Unterstützung des angrenzenden Fuel Grimnir ist die Attacke erfolgreich und der Riese wird endlich zu Fall gebracht. Was mir einen weiteren Ruhmespunkt einbringt. Christian aktiviert Hacker und attackiert Fuel Grimnir. Er trifft und verursacht nochmal 2 Punkte Schaden. Außerdem drängt er ihn in das gefährliche Feld zurück, was einen weiteren Punkt Schaden verursacht. Teft macht noch eine Angriffsaktion gegen Hacker. Die Attacke trifft und Christian spielt die Karte Abpraller, um den Schaden auf mich zurückzuwerfen. Er muss dafür ein Ausweichen- oder Crit-Symbol werfen, was er nicht schafft. Der Schaden würde Hacker ausschalten, was seine Seelenfalle triggert. Bei einem Wurf von Schild oder Crit überlebt er und er überlebt. Ich dränge Hacker mit der Attacke noch zurück und spiele die Trap-Karte, um ihm nochmal einen Schadenspunkt zuzufügen. Christian spielt noch die Ausfallschrittkarte und bewegt sich zurück in Kontakt mit Tefk. Dann aktiviert Hacker und attackiert Tefk. Die Attacke trifft und verursacht 2 Punkte Schaden. Und Tef wird noch ein Feld zurückgestoßen. Vol-Orok-Fluch aktiviert und rennt wütend auf Hacker zu. Christian kauft noch das Upgrade Leichte Rüstung für Hacker und bekommt dadurch einen Attackenwürfel mehr. Dann macht Hacker eine Angriffsaktion gegen Tef. Die Attacke trifft und Tef wird ausgeschaltet. Was Christian einen Ruhmespunkt einbringt. Das alles ändert natürlich nichts daran, dass Herwart dank einer haushohen Führung das Spiel für sich entscheidet. Gutes Spiel, Herwart. Gutes Spiel, Christian. Und gutes Spiel, Nikolas. Ja, da geht er down, der Riese. Und alter Schwede, hatten wir einen Spaß. Alter, war das lustig. Also, hui. Ich glaube, so viel gelacht habe ich schon lange nicht mehr bei einem Spiel allgemein, bei einem Tabletop-Spiel allgemein, aber bei Warhammer Underworlds auch nicht. Und ich finde es richtig toll, dass man das Spiel auch irgendwie auf die Art und Weise spielen kann. Weil klar, es ist
grundsätzlich schon relativ kompetitiv ausgerichtet mit dem Deckbauen und sowas. Und auch hier konnte man natürlich auch sein Deck so bauen, dass es möglichst effektiv funktioniert gegen den Riesen und so. Aber man hat vielleicht auch bemerkt, es kommt halt wieder dieses Mehrspieler-Chaos dazu, die wechselnden Bündnisse und dieser Riese, der halt völlig amok läuft und das war halt einfach alles so toll. Und klar, das Spiel war eigentlich schon, sagen wir mal, relativ früh gelaufen, als der Herwart mit seinem Molochs-Mob so viel Schaden rausgehauen hat, dass er eben so viele Punkte sammeln konnte. Aber das war überhaupt nicht schlimm, weil wir haben das trotzdem bis zum Schluss durchgezogen, weil wir halt wirklich bis zum Schluss auch irgendwie Spaß hatten. Und auch meine Herangehensweise an das Ganze irgendwie, das hat einfach so Spaß gemacht, den Leuten so in den Rücken zu fallen und halt immer mal wieder so, oh, okay, wir müssen uns jetzt verbünden gegen Herbert, weil der hat so viele Punkte. Und dann noch irgendwie zu sagen, ja, okay, aber es geht nicht nur darum, den Riesen zu fällen, sondern es geht halt auch darum, Punkte zu sammeln und die anderen davon abzuhalten, diese Punkte zu sammeln. Und Es war einfach göttlich. Also ich kann es wirklich jedem nur raten, das einfach mal auszuprobieren. Also probiert auch wirklich mal so ein Mehrspielerspiel aus bei Warhammer Underworlds. Das macht richtig Spaß. Das funktioniert vor allem ganz hervorragend, also wirklich auch als reguläres Match. Aber probiert auch das Szenario mal aus. Guckt, dass ihr irgendwoher den White Dwarf bekommt, wo die Regeln drin stehen. Vielleicht kann man es auch irgendwo per PDF finden. Ich kann das jetzt hier irgendwie nicht verlinken, weil ich möchte jetzt auch keinen Ärger kriegen. Aber das, die Regeln kriegt man bestimmt irgendwo her. Und probiert das einfach aus. Man muss ja jetzt nicht unbedingt, wenn man kein Riesenmodell hat, man hat bestimmt auch irgendein anderes Modell, das man dafür benutzen kann. Es geht ja wirklich darum, dass man halt einfach irgendwie so ein riesengroßes Modell hat, das da halt einfach in der Mitte steht und das da halt rumwütet im Prinzip. Also auf jeden Fall eine total uneingeschränkte Empfehlung von mir und richtig viel Spaß. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht zuzugucken. Und wenn das so war, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und sagt weiter, dass es einen Kanal gibt. Das hilft mir am meisten. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Der Riese. Das Lamm. Das Quick. Burps.